So, ihr Lieben, Folgendes. Jetzt geht's zu Jones Ice Cream. Das dritte Mal in meinem Leben, das erste Mal in dieser Reihe. Ich habe dort schon Cookie Dough mit, also Kaffee-Cookie Dough probiert und bei Christina mal Lemon Pie. Und was habe ich noch probiert? Apfelstrudel. Das heißt, die drei habe ich schon. Mal schauen, welches ich heute nehme. Ich weiß es echt noch nicht. Und ich freue mich drauf, werde euch dann wieder zeigen, was es generell gibt. Ich weiß gar nicht, was eine einzelne Kugel kostet. Das Pint auf jeden Fall auch 10 Euro. Und dann werden wir natürlich gucken, wie das, was ich probiere, schmecken wird. Also bis gleich. Alles klar, das hier ist die große Truhe mit Handpacked Eis. Habe ich euch ja schon mal gezeigt. Weiter hinten hinter mir gibt es die ganzen Sorten. Da schauen wir mal, für was ich mich da entscheide. Wie gesagt, Coffee Cookie Dough hatte ich schon, Apple Crumble auch schon. Das gibt es jetzt auch im abgepackten Pint. Das gab es vorher noch nicht so. Was mich persönlich interessiert, ist Banana Chuck Marshmallow, aber leider ist das mit Gelatine. Vanilla Caramel Brownies könnte auch geil sein. Und natürlich Fudge Choco Caramel Peanut. Da hat Christina gesagt, dass es richtig gut ist. Und tatsächlich ganz normal Vanilla Cookie Dough würde mich auch richtig interessieren. Und Cheesecake, hattest du das nicht auch schon? Das habe ich nämlich auch bei ihr schon probiert, das war richtig gut. Und Black Sesame hat Christina gesagt, ist auch gut. Und Christina wird sich ein Pint holen und ich mir eine Kugel jetzt. Und jetzt müssen wir erstmal das Pint aussuchen für sie und dann ich die Kugel. Und übrigens, Waffeln gibt es ja auch. Und Cookies. So, bei mir gibt es jetzt Blueberry Jam, weil ich habe mir gedacht, das ist eine Sorte ohne Mix-Ins und ich will doch im großen Pint definitiv keine Sorte haben, wo keine Mix-Ins drin sind. Und die anderen werde ich mir vielleicht alle nochmal irgendwann als Pint holen. 2 Euro hat die Kugel gekostet, also bisher das teuerste. Mal schauen, wie es wird. Übrigens, es ist ein Sahne-Eis, also ist jetzt nicht irgendwie Sorbet oder so. Ich liebe diesen Boden. Das hier hat Christina genommen. Und jetzt übergebe ich mal. Also man sieht hier richtig solche Swirls, Blaubeer Swirls. Und wie gesagt, es sieht sehr sahnig aus, also es ist kein Sorbet. Das ist hier die Erfassungsfarbe. Das ist wieder richtig schön dicht. Ja, ich rieche noch nicht so viel. Hast du was gerochen? Nein, ich habe auch nichts gerochen. Mhm. Ja, aber es schmeckt. Schmeckt fast so wie Joghurt Waldfrucht damals, in einer normalen Eisdiele. Aber sahniger. Und es hat nicht diesen Joghurt-Beigeschmack, sondern richtigen Sahne-Beigeschmack, aber die Mischung aus diesem Milchprodukt und der Blaubeere macht es irgendwie. Das könnte noch mehr nach Blaubeere schmecken tatsächlich. Wenn man die so richtig sieht, ist der Blaubeergeschmack echt gar nicht so intensiv. Ist auf jeden Fall gut, aber ich schmecke echt nicht viel Blaubeere. Ich muss Christina gleich mal fragen, ob sie da was rausschmeckt. Ich melde mich dann nochmal mit einem Fazit. Und bestimmt darf ich hier auch gleich mal reinfilmen, dass ihr wisst, wie das von drinnen aussieht. Schoko, Fudge, Peanuts und Karamell. Klingt auch mega geil. Aber ich glaube, die Sorte würde ich mir nicht nochmal holen, tatsächlich. Und 2 Euro. Holt dann euch ein Pint mit Stückchen. Aber ich melde mich gleich nochmal mit dem Fazit. Bis gleich. Voll der Fudge-Drizzle hier. Also, es schmeckt irgendwie gut. Aber schmeckt nicht nach viel. Das ist irgendwie schwer zu sagen. Also das schmeckt tatsächlich mir von der Basis her nicht so gut. Ich finde, es schmeckt ein bisschen nach ranziger Schokolade. Es soll eine Karamell-Schokoladenbasis sein. Das ist bei mir immer tricky mit so hellen Schokobasen. Aber dieser Fudge-Swirl schmeckt übelst erdnussig. Das ist irgendeine Fudge-Erdnuss-Mischung. Da ist ein Erdnuss. Ja, es hat so einen, einfach so einen komischen Geschmack, irgendwie die Basis, ne? Ja, das war schon das letzte Mal so. Aber ich habe gedacht, vielleicht, es war im Sommer, dass es angetaut ist oder so. Aber nicht. Ist einfach sehr speziell. Der Laden ist zu, bin ich heute vorbei. Sorry, wir reden gerade über Eisgeria. Online bestellen und Laden geht gerade beides nicht. Insolvenz und so. Schaut euch das mal an. Die Erdnüsse sind karamellisiert und schmecken wie Snickers. Oder wie Mr. So Tom. Lecker. Wie Mr. Tom. Ja, wie Mr. Tom. Ja, klar. Boah, genau so schmeckt es.